gewaschen, gerade gewickelt. Alltag einer Hausfrau. Das machen wir als nächste Dokumentation. Und jetzt erstarte ich erstmal. Der Fahrradladen ist heute von 11 bis 13 Uhr geschlossen. Ich muss meine Tochter abholen, hitzefrei. Wieder mal, die wird die ganze Woche jetzt hitzefrei haben wahrscheinlich. Gestern konnte das meine Frau machen, heute nicht, weil Marlies beim Arzt ist, mit Blumen wieder mal. Und ja, jetzt muss ich sie kurz abholen und danach bin ich wieder im Laden. Also eine kurze, nennen wir mal Mittagspause, damit sich das schön anhört, aber schön ist es eigentlich nicht. Die Fahre durch den Stau und alles, also durch die Hitze, ist ja keine Erholung für mich. Jetzt stelle ich schnell eine Bremse noch ein, dann muss ich schon los. Unglaublich, was für ein Wasserbedarf man hat bei so einem Wetter. So, das ist ziemlich eingestellt, dass diese Pinüppel hier stören, die muss ich dann abknipsen. Aber das ist ja kein Problem, diese Produktionspinüppel hier. Die kann man auch verzichten. Fertig, jetzt eingestellt. Und jetzt eingestellt, das kommt jetzt raus. Ein bisschen Luft machen wir draußen noch. So, die gute Family, die Räder mieten wollte, ist nicht gekommen. Bis jetzt. Jetzt mache ich ja gleich zu. Und bin erstmal 2 Stunden weg. Ich bin wieder hier am Anschlag und zurück. Oh, ist das alles anstrengend. Viel zu anstrengend. Hallo? Lieferung perfekt abgepasst, die kam hier noch jetzt. Hallo? Liebe Leute, bis bald. Ich muss zurück nach Tschechien gehen. Also am mindestens haben wir diese Erinnerung auf Lebens, dieses schönes Altladen. Und freue mich auf die Kommentare, die Sie unter dem Video lassen können. Bis bald. Ciao, euer Tommy. Nicht formatieren. Nein, nicht formatieren. No problemo. Oh. Ich hab auch Hunger. Ich nehme auch was zu essen. Hallo liebe Leute, endlich da. Endlich haben wir alles kopiert und wir freuen uns. Und Dennis und diese ganze Straße, die heißt Birknerstraße. Es ist zwischen Neukölln und Kreuzberg. Sehr gute Straße. Viele Freunde haben wir hier. Und es ist auch ein Satz im ein sehr bekanntes deutschen Roman, ich glaube so 15 Jahre alt oder so, Herr Lehmann, die erste Band von Sven Regener. Und dieses Hauptfigur, Herr Lehmann, kommt durch diese Straße, Birknerstraße, und sagt, ah, naja, das sind die Vibrationen vom Neukölln schon. Ich muss sehr schnell zum Kreuzberg gehen, ja. Und dann ist er noch mehr besoffen und wieder muss er viele verschiedene Sachen sortieren. Naja, gut, jetzt kopieren wir. Wie lange dauert das Kopieren? Jetzt noch eine Minute. Mit die große Television. Ja, jetzt mache ich hier Teil 2 der Bremse. Habt ihr jetzt hier noch ruhig zugeschaut? Also, ich schraube jetzt hier einfach hier vorne eine neue Bremse ran. Ja, hinten, die ist ja schon ersetzt. Und hier unten noch den Ständer ran, den ich bestellt habe. Ist alle gekommen. Und dann schalte ich gleich wieder ein, wenn ich damit durch bin. So, fertig, jetzt gibt's Essen.
Ist heute eigentlich was Interessantes passiert? Ja, was brauchst du denn? Ich wollte dich gerade mal fragen, ob du so eine. Kannst du eine Rettung hättest mit einer. Was ist das? Eine 17er Nuss, glaube ich. Der ich eine Pedale runter machen kann. Also so eine schöne dünne Nuss, so eine habe ich nicht. Für eine dünne Nuss? Eine dünnwandige Nuss, damit man hier reinkommt. Hier, hier. Was ist das? 14er. Genau. Sowas wie hier, was? 14er. 14er sind das? Ja. Ich glaube, also das sind die für die Pedale? Ja. Hm? 14er. Ja, okay. Die Seite. Ja, schon zwei Tage her, dass ich es probiert habe. Ich habe zwei total geile Räder wieder gefunden in der Schweiz diesmal. Ja. Das eine ist drei Klassen besser als das, was hier noch drauf ist. Unglaublich. Na gut, da braucht es nicht viel für. Das ist ein WWF-Rad hier. Damit heute irgendwas Sinnvolles im Vlog drin ist, mache ich jetzt gleich ein kleines Video zum Thema Pentasport 5-Gang einstellen. Pentasport ist die Narbe von die 5-Gang-Narbe von Sachs, die mittlerweile in die Jahre gekommen ist und bei den meisten Rädern so am Sterben ist gerade. Aber vermutlich auch aufgrund dessen, dass sie jahrelang gefahren wurden, ohne richtig eingestellt worden zu sein. Wie stellt Tommy jetzt eine Pentasport ein? Also zuerst sollte man natürlich sollten die Züge eigentlich gut funktionieren. Die hier funktionieren so gut wie gar nicht. Jetzt. Wir sind schon sehr träge und so. Das ist halt bei den Narben so. Eigentlich müsste man die Narbe zerlegen, warten und fit machen. So, hier oben schaltet man auf Gang Nummer 4. Ja. Gang Nummer 4. Da sind alle Züge in der Ausgangsposition. Hier muss ich ein bisschen die Spannschraube anziehen. Oh Gott, der Zug ist auch keimig und alles. Oh Mann, mit was für Material man hier so arbeitet. Okay. So. Dann zieht man den so ein bisschen straff hier, den guten. So ist der Zug gezogen. So ist das Schaltkettchen lose. Schaltkettchen gezogen, Schaltkettchen lose. Und im losen Zustand, wenn wirklich drin ist, steckt man das Schaltkettchen in die Fixierhülse. So, dass es ein bisschen Spannung hat. So ein bisschen. Ne? Dass es nicht lose ist. Dann probiert man von Gang 4 auf Gang 5 zu schalten und schaut, was passiert, ob was passiert.
Der Weg ist nicht optimal, ne? Ich spann ein bisschen nach, eine Position nachgespannt. Nochmal. Da. Da ist er. Von Gang 4 auf Gang 5. Um die Länge eines Kettengliedes springt es. So, das ist in Ordnung eingestellt, die Seite. Das ist eine Katastrophe, aber es ist in Ordnung. Jetzt die andere Seite. Auch hier ziehen wir straff. Spannschraube ein bisschen raus. So, also hier musste ich ein bisschen nachsprechen, damit es ein bisschen fluffiger wird. So, das ist jetzt die Ausgangsposition. Jetzt unter Spannung in Gang 4. Unter Spannung. Und wir probieren jetzt von Gang 4 auf Gang 3 und auf Gang 2 zu schalten. Gang 3, Gang 2. Da ist er. Und wieder zurück. Ah, als Schleppscheiße. Luft. Alle Gänge funktionieren, so soll es sein. Also, das war ein kleines Video zum Einstellen für die Pentasport, wie es Tommy macht. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man es richtig macht. Ich mache es so, wie Tommy macht. Und damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren. Ja? Ob das jetzt der richtige Weg ist oder der alleinige Weg, den Anspruch erhebe ich nicht. Nee, das geht jetzt nicht. Das ist ein total kleines, schönes, süßes Treck-Carbon. Achso, ja, das ist ja kaputt. Rad, genau. Das hat die Lumi leider außer Gefecht gesetzt. Nicht Carbonrad, sondern die Musik. Und hier ist hinten vermutlich die Achse gebrochen. Wir schauen mal nach. Wir, sprich ich, schau mal nach. So, ich baue ab. Ich habe ja der guten Dame gesagt, ich check das mal. Eieiei. Naja. Es tut noch so, als wäre es zusammen, ne? Ist ja ein Ding. Das ist alles noch in Ordnung. Man braucht nur nachspannen. Achtung! Ich habe schon eine X-Szene aber hingelegt, um das eventuell auszugleichen. Was hat lange gedauert? Na, meine Hände waschen. So, Freilaufkörper ist wieder fest. Die Achse ist noch nicht gebrochen. Ich hab jetzt probiert.
geht nicht. Ich hab eine Einladung gekriegt heute. Wohin? Der Carsten hat heute Geburtstag. Ja? Der Carsten, der Rechtsanwalt. Markus. Markus, ja, ich sag ja, Markus. Und da habe ich gerade gesehen am Fenster da. Und da sagt er, ob ich mitkomme. Ich sage, nee, der feiert seine Wurzel oben am Kulmer, dann noch im Jahrhundert. Luki muss jetzt leider ins Bett. Ja. Ja. Dann sind wir noch Mais. Sehr lange Zeit. Und wie war bei Griesebach? Ja, die Auktion. Naja, es war lustig. Nur eine Auktion. Am Ende. Und die haben, das ist ein blaues Korinth. Das war nicht verkauft. Das ist nicht verkauft? Nicht verkauft. Warum? Ja, dieses Huhn war am teuersten. Und die mussten zum Beispiel zweimal warten auf jemand auf Telefon und für andere Bilder gehen. Und dieses Bild sind für 200.050 verkauft. Und dieses? Louis Corinth? Dieses Louis Corinth, es war für 60, glaube ich, aber niemand hat gekauft. Ja. Oder jemand vom. Dieses, wer er sagt. Das ist meine, der sagt, die schriftliche, jemand vorbestellt hat. Bessere Würstel sein. Und das ist ein Würstel. Ein Würstel. Ja. No. Ah, Hochstieg. Das ist für Abschiedsfahrt. Oh, sehr. So, jetzt kann man nicht mehr sehen. Jetzt lasse ich die Kamera einfach hier. Also wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.